Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Eliada, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie ist die Verbindung zu diesem älteren Dame? Du hast ihr geholfen, sie hilft dir, aber momentan ist ihr Rückzug. Und was verbindet euch überhaupt? Das klären wir bei dieser Legung. Deine jetzige momentane Situation zeigt diese Wunschbrunnen. Wünsch dir was. Öffne dein Herz, weil alles, was ein Herzensangelegenheit ist, ist auch in unserem Herzen geschrieben. Und folge dein Herz. Betrachte das wie ein Wunschbrunnen. Was liebst du? Das kann Kunst, Kreativität sein, das kann Sport und Bewegung sein, das kann Reisen sein, das kann die Natur sein, das kann Familie sein oder liebe Partnerschaft. Stell dir mal diese Frage, dann hast du schon die Orientierung. Und worüber sollst du Gedanken machen? Das ist hier diese Schattenwelt. Natürlich, hier entsteht Angst. Und das gehört auch zum Schattenwelt. Und das kannst du so vorstellen, es gibt zwei verschiedene grundverschiedenen Systemen. Und es handelt sich um unsere Gefühle. Die eine System sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht und Hass. Und diese Gefühle blockieren uns. Neid und Hass ist sogar zerstörerisch. Aber Angst kennen wir alle. Und damit öffnen wir ein Tor zum negativen Gefühlen. Und ein trojanisches Pferd kann uns immer begrüßen. Also das hat eine gewisse Schutzfunktion auch, wenn wir angstfrei leben. Und wie kannst du das bewältigen, weil die Angst kommt? Das kennt jeder von uns. Das kann man nicht unter dem Teppich kehren, sondern nicht aufhalten, nicht damit beschäftigen, sondern umdenken an etwas, was uns begeistert, was uns zum Lachen bringt. Und dann erlebst du die positiven Gefühle und das heilt und das befreit auch. Und zu diesen Gefühlen gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Hilfsbereitschaft, Kraft und Mut, Vertrauen und natürlich auch Liebe. Und diese positiven Gefühle haben eine Quelle. Das ist die göttliche Quelle, die göttliche Funke in uns. Und das sollen wir lebendig machen. Dann können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Und das heilt auch. Das ist Heilenergie. Raus aus die Angst. Aber nicht damit beschäftigen, weil Angst löst Angst aus. Dann halten wir da auf. Und was sollst du betrachten, was deinen Gefühlen betrifft? Details untersuchen, die Ursache erkennen. Woher kommt diese Angst? Das kann aber auch bedeuten, dass du anfängst zum Forschen und in dem Moment beschäftigst du dich damit. Und die Sinn, die Sache ist davon verabschieden. Beschäftige dich mit anderen Dingen, was dich unabhängig macht von deinen Ängsten. Und genau das, was diese Dame dir spiegelt, weil diese Karte zeigt, was verbindet euch beide und das ist die Unabhängigkeit. Und das bedeutet nicht Einsamkeit oder Trennung, nein, Freiheit. Befreit zu sein von Ängsten, befreit zu sein von all das, was dich bedrückt. Sei frei, sei unabhängig
und betrachte diese Mondlandschaft im Hintergrund, und das entspricht dein Unbewussten, auch deinen Träumen, deinen Visionen. Du brauchst eine Vision, wünsch dir was, verwirkliche das. Das kann auch kleine Dinge sein, kleine Schritte führen auch zum Ziel und hast mehr Erfolg. Und dann später vergrößerst du das. Und das ist diese Befreiung. Und das Wasser im Hintergrund symbolisiert deinen Gefühlen. Sei unabhängig in deinen Gefühlsebenen. Lebe die positiven Gefühle. Befreie dich von Ängsten. Und das kannst du tun, wenn du damit nicht mehr beschäftigst. Weil sonst ist immer die Hauptthema. Also ziehst du das auch an. Und achte auf diesen Elefant, das ist ein Glückssymbol und symbolisiert auch Wohlstand. Und das, was diese Dame dir vermittelt, vielleicht ist das ihr bewusst, vielleicht ist das ihr gar nicht bewusst, sondern sie reagiert intuitiv. Was denkt sie über dir? Das ist hier diese göttliche Funke, diese schöpferische Kraft. Das hat sie entdeckt. Diese Reinheit, diese göttliche Energie in dir. Sie hat schöne und ganz reine Gedanken und innerlich verspürt die Stärke und die Kraft. Und was vermittelt dir? Das ist die Rettung. Sie will nicht die Retterin sein, die Welt. Sie will dich nicht retten, sondern sie möchte damit vermitteln, sie schätzt dich und ehrt dich wegen deiner schöpferischen Energie. Sie hat das entdeckt, diese göttliche Kraft in dir. Und das sollst du auch verspüren. Geh selbst in diesen Weg. Mach dich unabhängig. Unabhängig von Kursen oder von Sitzungen. Mach dein eigenen Ding, deinen eigenen Weg. Sie ist nicht die Retterin, sondern sie vermittelt die Energie, die göttliche Energie. Und das darfst du einatmen. Aber diese göttliche Energie hast du in dir aber auch. Und sie spiegelt dich. Entdecke dir selbst. Befreie dich von Ängsten. Gestalte dein Leben schöpferisch. Beherrsche dein Leben. Beherrsche deine Gedanken. Beherrsche deine Gefühlen. Und du bist sehr kreativ. Wünsch dir was, dass deine kreative Arbeit in Öffentlichkeit kommt. Und du hast damit Erfolg. Ich befrage mein Pendel, gelingt es dir, angstfrei leben, glücklich zu sein? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du schaffst es. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, nein, du hast nach wie vor Ängste. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt vielleicht, liegt an deinen Händen. Ja, nein oder vielleicht. Du hast damit Erfolg. Ja, du schaffst es. Das sagt auch mein Gefühl und das, was sie auch spürt. In dir, diese göttliche Funke, diese göttliche Energie. Und das ist ihr bewusst. Liebe Eliada, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe und angstfrei glücklich zum Leben. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.